Diese Woche beginnen in Kopenhagen die UN-Klimaverhandlungen. Eine Gruppe von Nobelpreisträgern hält sie für die wichtigste Konferenz der Menschheitsgeschichte. Und das mit Recht. Denn gelingt es uns nicht, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, haben wir mit katastrophalen Folgen zu rechnen. Fluten, Dürren und Stürme werden besonders jene treffen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Die Menschen im globalen Süden. Die Hauptverantwortung haben die Industrieländer mit ihrem enormen CO2-Ausstoß. Sie haben aber auch die Mittel, umzusteuern. Und das heißt, raus aus der Verbrennung von Kohle und Öl, rein in erneuerbare Energien und Sonne, Wind und Wasser, Energie sparen statt verschwenden, Bahn und Bus statt Lkw und Auto. Machen Sie gemeinsam mit der Linken Druck für eine neue Energie- und Klimapolitik in Kopenhagen und natürlich auch hier in Deutschland.